Was geht YouTube? Und ihr seht's vielleicht links oben. In dieser Episode spielen wir Multiteam im Road to Commander. Freunde, das ist sehr, sehr lustig, weil die Lobby sieht sogar okay aus. Guckt euch mal das Team in der Mitte an. Das Problem sind nur unten iHardpoint V2 und dieser andere Typ. Die werden wahrscheinlich richtig hart abfacken. Vermute ich einfach mal. Aber egal, wir gucken einfach mal, wie es jetzt läuft. Ich hätte, ja genau, der Typ hier. Ich hätte natürlich sehr gerne mit der, ich hätte sehr, sehr gerne jetzt die AN oder so und hätte auch gerne auf Streaks gespielt, aber es geht halt einfach nicht. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, wie diese Lobby. Okay, den haben wir schon mal. Stellung ist umkämpft. Okay, müssen gucken, warum. Wegen ihm. Okay. Nein, mein... Ehrenmann. Nein, ich hätte die Stellung gebraucht. Okay, das ist... Ah, ich hätte Streaks gerne mitgehabt, Mann. Egal, komm. Okay, das ist so anders sweaty jetzt, weil wenn die Teammates choken, dann kriegt der Gegner sofort EMP Orbi, sofort. Wenn das, sage ich jetzt mal, erfahrene Spieler sind. Solche hier brauche ich, solche Gegner. Ah, belastet. Okay, Drohne, Konterdrohne wenigstens schon mal. Oh, dieser Hardpoint ist gequittet. Okay, Marcel, der Hardpoint ist gequittet, komm mal. Hinter mir ist einer, hinter mir. Ja, scheiße, Jugendwort, Jugendwart. Na, dieser Loisy nur. Dieser Loisy. Komm mal, Marcello. Komm mal. Er ist hinten. Ich habe mir jetzt die Punkte geschenkt. Oh mein Gott, ich check nicht, was hier passiert, Mann. Dieser Jugendwart. Leute, es hat es geleckt. Ist jetzt ein Hacker oder so? Oh Leute, irgendwas stimmt in der Lobby nicht. Mann, die Lobby ist eigentlich so geil, Digga. Oh, ich habe 7 zu 6, ich komme nicht klar. Mann, es gibt solche geilen Lobbys. Ich hätte so gerne Streaks dabei, ne? Das war lecker. Okay, komm. Ein Nuklear vielleicht. Mehr will ich doch gar nicht. Da ist noch einer gespawnt. Der Splitscreener, der Splitty holt mich. Ich glaub's nicht. Okay, schnell. Wie viel Zeit? 5 Sekunden. Das reicht noch für einmal Stellung. Jawohl, sag ich doch. Das gibt's nicht, Leute, der Splitscreener. Okay, come on. War klar, dass du hier kommst. Ich bin ihm immer einen Schritt voraus, dem Dude. So muss das sein. Drohne Konter. Wir laufen jetzt direkt hier rum und versuchen, die von hinten zu holen. Sind schon ein paar leckere Noobs hier in der Lobby. Jetzt hätte ich gerne C4. Das ist der Typ mit der Scar, vor dem muss ich aufpassen. Das ist der gefährlichste. Ich brauche die Stellung für den Orbi. Let's go, das Beast. Okay, der Dude ist der mit der Scar. Wir scheißen erstmal auf den. Okay, nice. Jetzt holen wir uns den hier ganz entspannt. Wieso dreht er sich um, Leute? Okay, Elsa ist eigentlich nicht so die beste Multiteam-Waffe, weil man genau in diesen Momenten hier unglaublich viel Zeit verliert. Dieser Splitscreener regt mich auf. Mein Gott, ich bin so One-Shot. Es ist so lächerlich, dass jetzt ich in den Typen reinlaufe, ne? Mann, ich habe doch so vernünftig gespielt eigentlich. Dieser Dabrowski kommt auch noch rein. Jetzt ist auch der übertriebenste Tryhard. Ist ja mein Team wenigstens? Nee. Ja, es ist halt anders sweaty. Man kann wenigstens viele Punkte machen, auch wenn die Nuklear leider nicht mehr klappt. Ehrenmann, Digga. Ja, es juckt ihn einfach nicht. Ich habe so gut gespielt, Mann, aber dann... Ich sag mal, so in so einer Lobby muss halt alles... Da brauchst du Perfektion. Wirklich Perfektion. Und so geht das halt eben nicht. Vor allem dieser Dabrowski, der sweatet sich ja auch anders hart den Arsch voll. Okay, ich weiß nicht, wie ich laufen soll, Mann. Ja, ich weiß halt nicht, es ist halt anders sweaty hier, ne? Wisst ihr was? Mit Streaks wär's... Oh, der Loisy ist gequittet, okay. Immerhin. Mit Streaks, ne? Wäre hier ganz anderer Modus gewesen. Mit Streaks wäre hier komplett Eskalation gewesen. Da hätte ich ja die Streaks schon mal erreicht jetzt.
Ja, dieser Klaus, Digga. Der holt mich. Ich stehe 2015, Mann. Schade, Digga. Guckt mal die Folge von gestern, wenn ihr richtig geiles Gameplay wollt. Auf jeden. Hat das gerade anders scheiße hier. Der Typ hat echt eine weirde. Nein. Okay, das ist dieser Dabrowski, wa? Ja, ist er. Ja, war klar, Digga. Oh mein. Nein, 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 nein. Ich glaube die Lobby nicht. Leute, ich glaube diese Lobby nicht. Die Gegner am Tarnheli. Ich kann nicht mehr. Dieser Dabrowski, dieser Hurensohn, Mann. Ich muss ehrlich sagen, er ist ein Hurensohn. Er ist in die Lobby gejoint, Digga. Er versaut mir die beste Lobby der Welt. Egal, egal. Die Lobby. Alles gut, Digga. Come on. Der Tarnheli ist ein bisschen behindert. Come on, Marcel. Meine Teammates spielen einfach nicht so, wie man es jetzt spielen müsste. Wenn man könnte das richtig gut kontern. Egal, komm, spielen wir ein bisschen Ämter. Alter, der Typ ist Level 1, das ist seine erste Runde. Leute, das ist so eine kranke Lobby eigentlich, Mann. Es ist so eine kranke Lobby. Scheiße, Digga. Ja, er ist auch gestorben. Okay, sauber. Mein Gott, der Tarnheli, wie er mich angehittet hat. Ja, ich muss eigentlich Money Room bleiben. Komm rein in die Stellung. Nein, dieser Dabrowski, er raped mich, Leute. Scheiße, Mann. Ich habe Angst vor ihm irgendwie. Ich weiß nicht warum, Mann. Die Lobby, Digga. Oh, ich bin gerade so traurig. Oh, ich bin so traurig gerade, Mann. Das ist die krasseste Lobby der Welt. Ihr seht es gerade nur nicht so krass. Weil ich einfach die ganze Zeit den falschen Gegnern begegnet bin. Aber Alter, Leute, ihr seht das schon, wenn ihr so. Die sind so lost, Alter. Oh mein Gott. Guck mal her, Digga. Boah, ich spiele wie gegen Bots. Ich bin so dumm. Der Typ hat sich selber umgebracht, oder? Der Dabrowski hat wieder Tarnheli. Wir müssen das jetzt schlau spielen, aber das können wir jetzt sogar schlau spielen. Wir haben nämlich das Glück der Stellung hier. Orbi? Okay, come on, come on. Orbi haben wir. Jetzt nur nicht durch den Tarnheli sterben. Einfach entspannt pre-aim ein bisschen. Mein Gott, es macht so Spaß, diese Lobby zu spielen, ne? Oh, Digga, wisst ihr, was das für eine Lobby wäre? Das ist eine Lobby, wie sie seit Jahren nicht mehr da ist. Wenn dieser Dabrowski nicht wäre. Ohne Scheiß jetzt. Das ist so ein Bot da hinten. Ja, der Tani, die kann hier, glaube ich, reinschießen. Ich weiß es nicht, Digga. Er kann er. Teammate, Digga. Oh mein Gott. Jetzt wäre ich fast down gegangen. Ich habe keine Muni mehr. Okay, nice. Wir brauchen nächsten Orbi. Okay, Stellung ist drüben. Tarnheli ist weg. Okay, er hat Orbi jetzt. Das ist belastend. Es war ja klar, dass er Orbi kriegt. Ah, schade, Mann. Ey, ich hätte auch diese genau solche Abfuck-Streaks hätte ich auch gebraucht. Alter, Leute, das ist so eine kranke Lobby. Wisst ihr das eigentlich, was das für eine Lobby ist? Seht ihr das? Das könnte man gar nicht überleben, wenn der Typ Hände hätte in Real Life. Ah, du bist doch noch da. Okay, die 6000 Punkte nehmen wir wenigstens mit. Mann, der Typ ist einfach in meine Lobby gejoint. Das ärgert mich gerade so anders krass. Aber egal. Wir sehen. Falls wir die Lobby nochmal kriegen, gucken wir uns das mal an, wie das dann gleich mit Streaks und so aussieht. Mit Streaks, also mit Schwarm halt in dem Fall und der Stellung. Hinter mir. Okay, er hat wieder Orbi, ich muss chillen. Okay, komm, wir sind 1-2 Konterdrohne. Konterdrohne auf Easy wäre nice, weil dann können wir. Genau, dann können wir ihn countern. Sehr schön. Das heißt, er hat jetzt kein Orbi mehr. Das ist natürlich easy. Guck mal, Alter, was sind das für Bots, Leute? Ich mein's ernst, außer dieser Dabrowski sind das solche Bots. Mann, Digga. Er wird niemals quitten, wenn ich Please quit, Bro schreibe. Er wird extra drin bleiben. Mann, Dabrowski, hast ein geiles Gameplay gemacht hier, Digga. Deine 48 Kills mit Streaks.
Guckt euch das an, Leute. Das ist unglaublich. Das ist die krasseste Lobby der Erde. Das ist die krasseste Lobby der Erde. Ohne Scheiß. Oh mein Gott, diese Lobby. Das ist so heftig. Ich habe einfach 26 Tode kassiert, ey. Oh, bitte bleibt drin. Und Unterbrowski ins Team, bitte. Das meine ich mit für eine Lobby zu retten. Ich meine, klar, ich habe auf jeden Fall gut EP mitgenommen. Ich habe meine 7400 EP mitgenommen. Das ist richtig stabil. Come on. Oh mein Gott, wie die Lobby aussieht. Komm, wir versuchen es mal. Please. Quit. Bro. Come on. Come on, bitte. Er wird niemals in seinem Leben... Oh mein Gott, diese Lobby, ich kann... Nein, nicht, die wollen hijacked, Abschluss bestätigt. Bitte, oh, die machen so hin und her, so ganz üble Sachen. Er ist gequittet. Er ist gequittet. Oh mein Gott, hätte er nicht vorher quitten können, wenn er mich wirklich kennt. Bitte mach Raid. Bitte mach Raid, letzte Sekunde. Okay, hijacked ist auch okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Digga, nein, diese Lobby, ich glaub das nicht. Oh mein Gott, das glaubt mir keiner. Das glaubt mir keiner, dass ich diese Lobby habe. Okay, ganz ruhig, ganz, ganz ruhig. Komm mal, Marcel. Alles easy. Du heißt, du EP kriegst du gut, das reicht. EP kriegst du gut, das passt. Welche Waffe? Es ist halt Abschluss bestätigt. Das ist halt die einzige Scheiße an der Sache. Okay. Das ist halt die einzige Scheiße, Mann. Oh, das wäre so krass, wenn das Stellung wäre, ne? Komm, ja, hier sind die. Wisst ihr das nicht? Sie sind schon weggerannt. Alter, wisst ihr, wie krank das wäre, Leute? Wäre das hier eine Stellungslobby? Aber egal, wir wollen uns nicht bestellen. Komm, wir spielen das jetzt, so wie es ist. Komm, man, das sind diese Noob-Lobbys, wo man die Gegner nicht findet. Wahrscheinlich sind die hinten alle im Rettungsboot und machen rum. Nicht quitten, Jungs. Sind die oben? Guck mal, das ist so eine lustige Lobby, Digges. Aber sind die noch drin? Ja. Oh Gott, da kommt noch ein Noob. Da kommt noch ein Noob. Ich brauche nur die Drohne. Sind die alle im Keller? Die sind safe alle im Keller, ne? Oh Gott, ich darf jetzt keinen Fehler machen hier unten. Was ist das für eine Lobby, Leute? Wo sind die? Nein, er hat Shotgun, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich kann diese Lobby nicht fassen. Guckt euch meine Teammates an. Die sind im Swimmingpool. Das sind die größten Ehrenmänner. Ah, die hätte ich im Gegnerteam gebraucht. Ich kann jetzt nicht auf Zwang jede Marke aufsammeln, leider. Lieber den Spawn hier mitnehmen. Wo sind die denn? Nein, man, die zwei Splitscreener wurden rausgeworfen. Oh mein Gott, Digga, das glaubt mir keiner. Jetzt wart ihr endlich mal live dabei. Endlich glaubt mir mal jemand, wie man so eine Lobby verliert. Das ist so schlimm, Alter. Das ist richtig, das ist furchtbar. Das ist so krass, wie die einfach weg ist jetzt. Wie sie einem einfach genommen wird. Und wie man nicht den richtigen Spielmodus und so bekommt. Das habt ihr endlich mal mitbekommen. Ja, die sind nicht mal solche ultrakranken Noobs hier. Das war dieses Dova. Ja, der Typ ist natürlich auch wieder reingekommen hier in die Lobby, ist ja klar. Wenn schon, denn schon. Da oben sind die drin. Ich höre das. Wegen den Schockladungen. Ich muss halt auch aufpassen. Hat er mich gesehen? Ich hoffe nicht. Ich bin hinter ihm. Ich bin genau hinter ihm. Nice. Der wurde einfach von der Nate geholt. Okay, Orbi. Bist du oben? Ja, ne? Ja. Mein Gott, du hast dich nicht umgedreht, du Ehrenmann. Ich will nur den Schwarm haben, komm. Mehr will ich gar nicht.
Okay, nice, Mann. Schwarm haben wir. Den haben wir auch wieder. Sehr schön. Ah, ich habe besseres Aim, Digga. Das weißt du auch ganz genau, Digga. So, schön. Okay, wir haben unseren Schwarm. Kann der nicht mal rausgehen jetzt wenigstens? Okay, es kommen sogar ein paar Leute rein. Sind die alle im Keller? Oh, das ist so eine Kellerlobby. Mois hat wieder Bescheid gesagt. Mann, guck mal, wie peinlich kann man sein, Digga. Er steht 3-6 und zerstört mir jetzt wirklich diese Lobby, Mann. Das ist doch so peinlich, Digga. Guck mal, mein Schwarm macht keine Kills. Ja, Ehre. Ein Kill mal. Ich muss hier durch den Keller laufen. Die sind doch sowieso im Keller. Guck mal, mein Schwarm, Digga. Ich hab den Schwarm, den größten Streak im Spiel, der so heftig normalerweise abgeht. Er hat einen Kill gemacht. Einfach unlucky. Das meine ich mit unlucky, Freunde. Rainbrain hat sich angeschlossen. Warte mal. Den Namen kenne ich noch von früher. Solche Gegner will ich. So, Digga, das Ding ist, ich weiß ja, meine Teammates können mir nicht helfen. Unter keinen Umständen, in keiner Situation. Die so wasted sind. Hol ich mir diese Marke? Ich weiß es nicht. Ist eigentlich ziemlich dumm. Digga, Rainbrain, ich schwör, ich kenne den Namen noch. Ohne Scheiß, Leute, der sagt mir was, der Dude. Woher aber? Nein. Wie heißt der Typ? Adidas X Off-White, alles klar. Okay, Alter, was für ein unfairer Spawn. Komm. Ah, der ist AFK. Nun doch. Ich habe nichts gesagt. Okay. Ja, Leute, ihr seht, schade. Wäre richtig geil, was möglich gewesen. Wenn es Stellung wäre und die Lobby so geblieben wäre, aber... Hätte, würde, wenn und aber, ist doch alles nur Gelaber. Wer kennt den Spruch nicht, Freunde? Ja, Rainbrain, Digga. Ich schwör, ich kenne den Namen. Okay, alles klar. Der Typ war sich aber sehr sicher, dass ich da hochkomme. Hater würden sagen, das sah nicht Hater würden sagen, das sah nicht legit aus. Ach, Mann, diese Lobby, Alter. Anton wird einen Orgasmus kriegen. Wir hätten so ein Lachfest gehabt, hätten wir diese Lobby zusammengekriegt, glaubt mir. Der Typ ist nicht mal gut. Der ist richtig schlecht sogar. Wir können C4 werfen, wenn er schlau wäre. Ah, ich glaube, er holt jetzt meinen Teammate. Die Spawn ist safe da. Ganz entspannt. So, Drohne. Da ist einer. Okay, komm her. Boah, der hat den Scuff-Jump seines Lebens kassiert. Jetzt so eine Schalldämpfer-Scar mitschafft. Wenn hier irgendwer nicht Legend spielt, bin ich halt tot, wenn ich solche Einzelwege laufe, wie gerade eben. Okay, einer ist oben drin und der andere kommt jetzt hier. Ja, ich wusste, ich hätte springen müssen. Ich hätte Power Position, habe sie aufgegeben. 25-6. Guck mal, diese Teammates. Guck mal, wie stehen die? Ah, geht sogar. Die wehren sich sogar. Ey, das ist... Nein, gib ihn mir doch wenigstens, Mann. Adidas Off-White, Digga. Alter, bist du ein peinlicher Typ, Mann. Mit seiner AN ohne Aufsatz, Hauptsache Gold. Dabrowski hat sich wieder angeschlossen. Guck mal, Dabrowski ist anscheinend wirklich ein Abonnent, sonst wäre er nicht wirklich gequittet. Aber da hat er trotzdem nicht gegönnt, die Runde davor. Hat er nicht gegönnt. Da hat er alles gegeben. Ach, schade, Mann. Ihr seht, ich bin richtig... Guck mal, er bleibt jetzt auch wieder drin. Ihr seht, Leute, ich bin richtig resigniert, so richtig traurig über diesen Verlauf einfach. Ja, Leute, diese Runde möchte ich nicht zu Ende spielen, sonst rege ich mich noch drüber auf. Danke fürs Dabeisein, Freunde. Haut rein, lasst ein Like da. Ich bin beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin und ciao.